Ich habe mich 1999 beworben bei der Firma Greiner als Werkzeugmacher damals noch. Habe dort meine Lehre absolviert. Greiner Bayern ermöglicht allen Mitarbeitern Weiterbildungen. Ich habe zum Beispiel jetzt ein halbes Jahr lang einen Business-English-Kurs gemacht, das ist mir von der Firma bezahlt worden. Als Steuerberater haben wir berufsrechtliche Verpflichtung ohnehin, dass wir eben ein gewisses Maß im Jahr an Weiter- und Fortbildung absolvieren müssen. Ja, natürlich von der fachlichen Seite, dass wir eingestiegen sind gleich mit einigen Seminaren einmal, dass man mal sagt, man hat einmal von der Ausbildung einmal die Sachen, die was noch nicht vorhanden waren, einmal aufgeholt oder weitergebildet. You always have the possibility to attend courses or do seminars, both internals as well as external. Ich dann innerhalb vom Betrieb der weiterentwickelt, dass ich in eine andere Abteilung gegangen bin, war dann nicht mehr so nur an der Maschine, sondern habe dann Spritzgusswerkzeug zusammengebaut, optimiert und dann abgemustert, also getestet. Ich habe auch schon Workshops über Präsentationstechniken, alle möglichen Design-Workshops gemacht oder angeboten bekommen. The last course that I did was a Photoshop course that was external. Was wir noch ständig machen, ist jedes Jahr halt diese technische Englisch-Seminare, was auch ganz gut sind. Zusätzlich zu dieser fachlichen Weiterbildung gibt es dann eben im Rahmen der Greiner Academy unter anderem eben Möglichkeit für persönliche Weiterentwicklung. Da geht es dann um Weiterentwicklung von Soft Skills, von Führungseigenschaften, Moderationstechniken, Besprechungstechniken. Das wird ja sehr gut genutzt und in Anspruch genommen.